Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich momentan in diesem wunderschönen Natur-Bikepark Green Hill und ich habe viel Bock. Ich nehme euch jetzt mit auf dem GoPro und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, erstmal Jones and Pablo warm up. Okay. Oh, Matschi. Send it, bro. Wow. Das meine ich heute, ne? Das meine ich heute. Alles gut, ne? Ja, ja, alles entspannt. Ja, ja. Heute ist das ein bisschen stressig, ne? Ja. Das ist echt chillig. Wieder, ah, Junge. Das ist aber hier Steine, Wurzeln. Schon weniger Speed hier am Ende. Junge, jedes Mal besser und besser.
Let's go! Yes. Okay, let's go. Der muss sich aber schaffen, ey. Der ist ganz gut dafür. Aber der Step-Up da, ey, musst du richtig Gas. Junge, Adrenalin. Das ist doch langsam, ey. Fahren wir mal kurz zum Auto. Ja. Boah, ich halte vor den Drops nochmal an. Jetzt filmst du. Ja. Jetzt filmst du. Okay, bei deiner kann man sehen, bei meiner nur von vorne. Ich halte vor den Drops nochmal an, ja? Gut. Vor welche? Vor den ersten. Aha, okay. Ja, gute Line. Mega Junge. Bitte? Kannst du springen und droppen? Ja. Okay. Gut, weil der erste ist jetzt relativ easy, aber danach wird es richtig schnell. Ja, muss man bremsen, ne? Ja, und du musst bei dem zweiten Drop am besten vorher ein bisschen bremsen. Das meinte ich, ja. Weil du springst den, wenn du zu schnell bist, kommst du sehr schnell ins Flache unten rein. Ja, ja. Das ist mit dem Bike, glaube ich, nicht so geil, wenn du durchschlägst. Ja. Aber danach kommt ein relativ großer Sprung. Das weiß ich. Ja? Und dann ist so und dann kommt ja, genau. Der... Also nur die Drops sind neu, oder wie? Bitte? Sind für dich nur die Drops neu? Ja, nur die. Die anderen Lines habe ich geschafft. Ah, okay, perfekt. Gut, dann. Toi, toi, toi. Let's go. Easy. Das war ein bisschen platt, Mann. Aber alles gut, ey. Jawohl. Ja. Geil. Ich war weit, ne, oder? Ja. Ja? Warte mal. Puh, die sind fast bis zum Ende. 160, ne? Ja, ja, deswegen meinte ich, ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich folge dir. Ich dachte, okay, vielleicht ist er ein bisschen schnell, aber ja. Auf sicherer Seite. Ja, mit den Bikes ist kein Problem, ne? Ja, deswegen habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem machbar ist. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Sehr gut. Also ein Ticken langsamer kannst du sein. Ja. Warte jetzt nach rechts. Ja? Ja. Bist du schon? Nee, noch nicht. Okay, auch easy. Überhaupt kein Problem. Ja. Yes, Mann! Yes! Danke dir, ne? Ja. Geil! Aber
relativ entspannt. Wenn du erstmal drin bist, dann kommst du durch. Let's go. Für dich ist einfach zu sagen, ne? Einen habe ich gekäst. Ja, die sind Profis. Ich brauche noch Zeit hier. Ach Mann, habe ich die am Ende verkackt. Das muss schnell hier. Und den auch. Ja, muss Körper einfach entspannt. Ich bin nicht so entspannt, ehrlich zu sagen, aber okay. Okay. Der auch. Nein, leider nicht. Wenn du die Sprünge nicht kennst, am Anfang war gut, aber danach verkackt. Nicht so schlimm. Jetzt nicht so schlimm. Bist du das erste Mal gefahren? Jetzt ja. Ja, okay, gut, dann kannst du. Bam, 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 bam. Junge. Das geht voll ab, Alter. Je öfter man fährt, desto besser läuft es. Ja. Nice and smooth. Da wurde ich denn nehmen. Boah, hier ist krass, aber richtig krass. Oh Junge. Geht voll. Oh, und? Heftig. Ist nicht so meins. Hm? Ist nicht so meins. Ist nicht so deins? Nee. Hier, nee, aber da unten? Ja. Welche? Machst du den Drop? Ja, ja, easy. Machst du? Hast du schon gemacht? Ja, mit dem Jungs. Also erst ein bisschen langsam. Dann so sehr schnell. Nee, eigentlich ein bisschen schnell oder normal würde ich sagen, aber beim zweiten ein bisschen bremsen im Wind. Ich war zu weit, ne? Aber mit deinem Bike ist kein Problem. Du kannst es so ballern. Ja gut, das ist eigentlich so mein Homespot, Winterberg. Du warst da noch nie? Ja, okay, gut dann. Ich habe nur Schlechtes gehört, deshalb dachte ich so, ja, ich fahre einfach immer Green Hill und dann. Ja, Winterberg lohnt sich. Bedingt. Also so Downhill ist geil, Freeride ist ganz nice, Loose Lee ist ein bisschen overrated, finde ich.
paar Strecken. Ah, die meinst du. Freeride ist nice. Auch ein Looping Wii. Blacklight, okay. Das ist so Looping-mäßig hier. Ja. Das ist auch geil. Viel mehr? Lohnt sich nicht. Jo. Jo, kannst du. Sheesh. Mit dem Wind jetzt nicht so schlimm. Ja, es passt gar kein Wind, oder? Ja, sieht gut aus. Sehr. Wie muss man den fahren? Schnell oder? Den ersten kannst du relativ laufen lassen, also rollst ein bisschen. Ja. Und dann wirst du relativ schnell. Und vor dem zweiten musst du ein bisschen bremsen, weil du sonst auch übertrieben ins Flat springst. Okay. Also der erste relativ langsam und beim zweiten bremsen. Genau. Okay. Jo. Jo. War nicht so schlimm. Nächstes Mal besser. Geil. Ja. Hm? Wo ist Luigi? Jo. Ah, okay. Jetzt bin ich schon auf dem Rückweg, mache ich das Auto wieder im Auto, weil es einfach so geil. Heute war wirklich geil. Und jetzt ist schon mit Regnet angefangen, 17.15 Uhr. Das heißt, ich war 6 Stunden im Bikepark Greenhill und das reicht mir heute für das zweite Mal bin ich überhaupt im Bikepark, ne? Seit keine Ahnung, seit wann? Seit lange Zeit. Ich habe schlecht angefangen, bin ich weggerutscht, aber ehrlich zu sagen, mein Körper war. Warte mal, ist da Batterie noch? 5% Batterie. Mein Körper war so ziemlich stressig, ne? Morgen, wisst ihr, ne? Kinder, Frau, sie war sehr zufrieden, dass ich zum Biken gehe, ne? Und noch ein paar Sachen. Außerdem übe ich das nicht jedes Woche. Jeden Tag würde ich nicht sagen, aber jedes Woche. Deswegen ist einfach so. Aber ich würde sagen, euch zu empfehlen, für Anfänger auch wie ich, wenn ihr Stress seid, also eure psychisch und auch Körper, lasst ihr uns einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? Nicht so sofort stressen, weil das ist nicht unsere Freund, ne? Das macht einfach, ja,
bin so weg, doof weggerutscht. Die andere Sache ist ja, da heute war am Anfang ziemlich rutschig, später war schon besser. Nee, ich dachte, wird anders, aber zum Glück war schon ziemlich trocken später. Und ich habe auch viele Sprünge geschafft. Das macht mir wirklich Bock. Und ihr versteht das, was bedeutet das, ne? Wenn du deine Träume große Sprünge schaffst, dann fühlst du dich einfach mega, mega geil. Und Hauptsache, bist du am Ende heil. Ich habe einen kleinen Schnitt hier auf dem Arm, weil bin ich so mit dem Handy nach vorne. Zum Glück sind die Handschuhe auch so solche von Motorrädern ein bisschen stark unten. Aber egal. Ja, viel Quatschen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war heute Teil 2 von Grünkio. Da werde ich auf jeden Fall noch weitermachen, weil finde ich einfach mega Bikepark mit vielen Strecken, die ich heute noch nicht gemacht habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Es wäre super, super nett, wenn ihr eine Abo lässt und Daumen hoch. Das wäre super, weil ich möchte das einfach mit dem Kanal weitermachen und mehr Zeit zu biken haben und so weiter und so weiter. Danke euch.